In dieser Short News geht es um gleich drei verschiedene Themen. Das blühende Räume-Set ist erschienen, die Entwickler haben verraten, dass ein neues Erweiterungspack in der Entwicklung ist und es gibt kleinere Gerüchte über die weitere Zukunft von The Sims 4. Mehr dazu in diesem Video. Nachdem letzte Woche ein neues Set für The Sims 4 angekündigt wurde, können seit Dienstag alle das neue blühende Räume-Set für The Sims 4 spielen. In diesem stecken insgesamt 24 neue Objekte, die ihr hier in meinem kleinen Übersichts-Screenshot sehen könnt. Neue Erstelle ein Sim-Modus-Objekte gibt es zwar keine, dafür aber doch einige Highlights unter den neuen Objekten. Gerade dieses bewachsene Regal mit viel Grün, die hängenden Töpfe an weißem Gestell oder der Lampen-Pflanzen-Hybrid gefallen mir ganz gut. Hier wurde der Pflanzenbezug auch auf andere Objekttypen übertragen, die es vorher eher weniger in der begrünten Variante gab. Für alle Baumodus-Fanatiker steht das kleine Pack für 5 Euro ab sofort auf Origin bereit. Wenn ihr auf die anderen Sets und viele Erweiterungen und Gameplay-Packs ordentlich sparen wollt, schaut bei Instant Gaming in der Beschreibung vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Nachdem ich euch in einer der letzten News ein wenig mit der Nachricht enttäuscht habe, dass es wohl dieses Jahr keine neue Erweiterung geben wird, gibt es trotzdem einen Lichtblick. Im sogenannten Maxis Extra Livestream, der nicht für die Ankündigung neuer Inhalte gedacht war, gab es relativ am Anfang einen interessanten Moment, der einige Spieler stutzig gemacht hat. In der Vorstellungsrunde aller Gurus erwähnte SimGuru Jessica, dass sie die Hauptdesignerin eines kommenden Sims 4 Erweiterungspack ist. Das bedeutet also, dass die Entwickler bereits an der 12. Erweiterung für The Sims 4 arbeiten. Wann genau diese erscheinen wird, ist derzeit noch unklar. Auch über das Thema des Packs haben wir keinerlei Informationen. Schauen wir einfach mal, was die Zukunft noch so bringt. Apropos Zukunft, ein englischer Twitter-Account, der gerne neue Sims-Gerüchte teilt und in der Vergangenheit auch schon das ein oder andere Mal richtig lag, hat einen neuen Tweet mit kleineren Informationen geteilt. So soll die aktuelle Abstinenz größerer Packs daherkommen, dass die Entwickler wohl an einer großen Überarbeitung von The Sims 4 mit zahlreichen Bugfixes und neuen Spielemechaniken arbeiten. Es wäre aber auf jeden Fall recht ungewöhnlich, dass die Entwickler neue Packs hinter größere neue Updates für das Basisspiel stellen. Auch in den Kommentaren lese ich immer wieder, dass ihr euch freuen würdet, wenn die Entwickler sich an schon ältere Fehler im Basisspiel setzen würden, weshalb dieser Schritt für viele wahrscheinlich gut ankommt. Ob diese Information aber wirklich stimmt, lässt sich derzeit noch sehr schwer sagen, da der Account öfters richtig, aber auch öfters mal falsch lag. Hier hilft vermutlich nur abwarten. Setzt eure Erwartungen am besten nicht zu hoch an. Was denkt ihr über diese drei Infos? Freut ihr euch eher über die neue Erweiterung oder die kleineren Gerüchte? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.